Dies ist die dritte Möglichkeit, wie man zu einer kontextfreien Grammatik einen Kellerautomaten konstruieren kann, der die gleiche Sprache akzeptiert. Der Kellerautomat wird bottom-up funktionieren und LR-Parsing simulieren. Wir sollen keine Zyklen drinnen haben, die so aussehen wie das hier, also wo wir über irgendwelche Kettenregeln von einem Nicht-Terminal wieder zum gleichen Nicht-Terminal kommen. Das sollen wir nicht haben. So, und wir brauchen hier drei Zustände, Q0, Q1 und QF. Ich werde erstmal nur Q0 zeichnen, weil da ganz viel dran geschrieben werden muss. So, hier steht natürlich wieder, dass Q0 unser Startzustand ist und dass der Stack, dass das Bottom-Symbol auf dem Stack Z0 ist. So, hier ist mein Startzustand. Und hier ist der lange Übergang, zu dem ich ganz viel gleich ranschreiben muss. So, am Anfang haben wir hier erstmal diese Zeile. Und hier steht, ich soll von Q0 nach Q0 einen Übergang hinzufügen, bei dem ich irgendein Terminales lese. Also das soll ich für alle Terminalen machen, die ich halt habe. Ich habe hier halt A und D. Und ich soll ein Zeichen vom Stack lesen. Und dieses Zeichen, ich soll alle Möglichkeiten abdecken, dass dieses Zeichen aus den Mengen der Nicht-Terminalen oder der Terminalen oder von Z0 ist. Also ich muss ganz viel ranschreiben. So, fange ich mal am besten mit A an. So, ich muss zum Beispiel jetzt ein A lesen und ich muss irgendein Zeichen jetzt lesen. Ja, ich kann hier einfach mal von oben abarbeiten. Zum Beispiel AS. Und ich soll dann halt dieses Terminale und das Zeichen, was ich danach gelesen habe, auf den Stack schreiben. Also hier jetzt AS. Dann, ja, das nächste wäre dann B. AB. Und auf den Stack kommt AB. Wie habe ich ein Komma vergessen? Dann A, lese ich C vom Stack. Will ich A und C wieder auf den Stack packen? Dann soll ich das gleiche, jetzt habe ich die Nicht-Terminale fertig, jetzt muss ich das gleiche noch für die ganzen Terminale machen. Also, ich lese ein A vom Stack und noch ein A und packe dann zwei A rauf. Oder ich lese ein A vom Stack und dann ein D vom Stack und packe A und D auf den Stack. Und ich bin hier mit A fast fertig. Jetzt fehlt nur noch Z0. Also ich soll auch noch, wenn ich A lese und Z0 auf dem Stack habe, dann soll ich A Z0 zurückpacken. So, ich muss das gleiche jetzt auch nochmal für D machen. Mache ich mal ganz schnell. So, D, S, DS. D, B, DB. Also ich schreibe das hier jetzt nur, ich habe das durch ein Semikolon getrennt. Das ist jetzt ein ganz anderer Übergang, aber ich schreibe das hier daneben, damit ich hier so ein bisschen System drin habe, damit ich weiß, was ich schon geschrieben habe und was nicht. So C, DC, dann noch D vom Stack lesen. Ich meine D natürlich aus der Eingabe lesen, A vom Stack lesen, DA raufpacken oder D von der aus der Eingabe lesen, D vom Stack lesen und 2Ds wieder zurückpacken oder D vom Stack D aus der Eingabe lesen, meine ich, sorry, Z0 vom Stack lesen, D, Z0 zurückpacken. So, das müssten jetzt alle Möglichkeiten sein. Als nächstes hier die nächste Zeile. Jetzt soll ich auch noch hier Übergangsmöglichkeit hinzufügen für alle Regeln, die ich habe. Das habe ich jetzt mit nur 4. Und ich soll wieder einen Übergang hinzufügen von Q0 nach Q0. Ich soll nichts vom Stack lesen, also Epsilon. Und wenn ich hier irgendeine Folge von Zeichen habe, soll ich die umgekehrt von dem Stack lesen und dann das Nicht-Terminale, was auf der linken Regelseite steht, auf den Stack packen? So, mein Beispiel hier gleich mit dem ersten. Ich soll also die rechte Regelseite umgekehrt vom Stack lesen, also 10 BA
Und ich soll es auf den Stack packen. Und dasselbe soll ich mit allen möglichen Regeln machen. Nehme ich hier mal wieder ein bisschen andere Farbe. So, dann nehme ich das, mache ich die nächste Regel. Da soll ich dann umgekehrt DC lesen und B auf den Stack packen. Und die nächste Regel, da muss ich dann BS lesen, weil das die vom Stack nehmen, weil das die Umkehrung ist von, ja, von SB. Und ich soll die raufpacken. Und dann soll ich auch noch ein D vom Stack lesen. Das muss ich jetzt nicht umdrehen, weil es halt schon, ja, weil es halt nur ein Zeichen ist. Und C raufpacken. Und damit ist auch diese Zeile erledigt. So. Und als nächstes kommt hier, nehme ich mal wieder eine andere Farbe, Übergang von Q0 nach Q1. Den muss ich hier unten irgendwie hinmalen, weil ich hier, weil die ganzen Übergangsdefinitionen so viel Platz einnehmen. So, ich will einen Übergang haben von Q0 nach Q1. So, da steht, ich soll nichts von dem Stack lesen. Ich soll nichts aus der Eingabe lesen, sorry. Und ich soll Z0 vom Stack lesen. Ah nee, sorry, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. So, ich bin in der unterstrichenen Zeile. Von Q0 nach Q1. Ich soll E Epsilon aus der Eingabe lesen. Ich soll S von dem Stack lesen. Und ich soll nichts auf den Stack zurückpacken. So. Und dann brauchen wir noch einen Übergang von Q1 nach QF. Und hier soll ich dann nichts von dem Stack lesen, nicht aus der Eingabe lesen, sorry. Ich soll Z0 von dem Stack lesen. Und nichts wieder auf den Stack packen. Und der Automat, der sieht sehr kompliziert aus. Der soll eine Rechtsableitung in umgekehrter Reihenfolge erzeugen. Das heißt, ja, der wird unten und hinten anfangen sozusagen. Und ich werde wieder in einem anderen Video zeigen, wie genau der Automat arbeitet.